Trainer, die nämlich im dritten Anlauf geklappt gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Heute ein 3:0-Erfolg gegen Höchst. Kann man zufrieden sein? Ja, kann man auf alle Fälle zufrieden sein. 3 Punkte, das Wichtigste, zu Hause ungeschlagen bleiben. Und vielleicht wäre das eine oder andere Tor mehr noch interessant gewesen. Wir hätten aber auch noch eins fangen können im Konter, weil wir einfach zu sorglos ein bisschen umgegangen sind mit den ganzen Chancen vorne und hinten ein bisschen zu locker waren. Aber ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, ja. Jetzt dann kommende Woche das Spiel gegen die Wacker Amateure. Die Austria heute ganz in Weiß aufgelaufen, hat damit auch die blütenweiße Weste verteidigt, zu Hause noch immer ungeschlagen, bestes Heimteam. Will man dann fortsetzen wahrscheinlich am Sonntag? Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, wir wollen daheim gegen jeden gewinnen. Ob es dann auch gegen Wacker Innsbruck so sein wird, werden wir sehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Also wir haben gut gearbeitet bis jetzt und werden auch jetzt noch gut arbeiten die Woche. Und ich denke, dann wird das auch am Wochenende, nächstes Wochenende ganz gut ausschauen. Und positive Nachricht auch noch die Woche. Marco Vujic hat zum einen am Donnerstag sein Versprechen eingelöst, dieser weitere Jahr bei der Austria, und hat dann diese Versprechen, sage ich mal, gleich heute mit 2 Treffern gekrönt. Ja, wir sind alle zufrieden damit. Also erben taugt es bei uns, uns taugt es mit erben da. Also es ist absolut eine gute Geschichte. Wir haben gesagt, wir wollen die ganze Mannschaft so gut es geht halten. Und da ist natürlich auch der Marco ein großer Bestandteil davon. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg fürs nächste Jahr. Okay, auf das freuen wir uns schon. Danke, Dieter. Marco Vujic, vergangenen Donnerstag, Versprechen wahrgemacht. Auch kommende Saison kickst du für die Austria. Du hast Fußballwissen und schnelllebiges Geschäft, einige Angebote gehabt. Gründe, warum hast du dich für die Austria entschieden und diese Angebote damit ausgeschlossen? Ja, ich habe letzten Sommer den Schritt gewagt, sage ich mal. Ich habe einen neuen Lebensabschnitt angefangen für mich mit Beruf, Studium und so weiter. Und habe für mich entschieden, dass ich mit der Austria einen neuen Weg gehen möchte, sprich Richtung bezahlten Fußball wieder auf. Und natürlich, dass sich das so ergeben hat, dass jetzt der ein oder andere Verein angerufen hat, das ist nichts Besonderes. Das ist, wenn es gut rennt, das ist normal im Fußball. Hängt davon ab, welcher Verein das ist, der anruft. Ja, natürlich auch. Aber für mich war es eigentlich, die Absprache mit dem Präsidenten und mit Gerd Stöger war immer so, dass wir eigentlich immer zu mehr wie 90% sicher waren, dass wir miteinander in die nächste Saison gehen. Und ja, vor wenigen Tagen ist das dann endgültig abgesprochen worden. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir wieder einen Schritt nach vorne machen und dann schauen wir, was nächstes Jahr rauskommt. Und du nach deinen 2 Treffern heute, damit mit 21 Treffern von der Spitze der Torschützenliste lachst und die Konkurrenz nur zuschauen kann, weil auch nächstes Jahr wird die Torjagd in Violett fortgesetzt. Ja, sicher, für einen Stürmer ist das immer wichtig. Meine, im Vorfeld war jetzt für uns wichtig, dass wir die 3 Punkte wieder einfahren, nach den Unentschieden, die wir jetzt zuletzt gehabt haben. Und natürlich, dass wir 2 Tore geglückt sind, ist für mich ein persönliches, schönes Erlebnis, aber wichtiger sind die 3 Punkte. Und dann freuen wir uns noch auf die restlichen 3 Spiele in dieser Saison und dann auf die nächste mit der Nummer 24, Marco Vujic. Danke. So ist es, ja. Raffi, heute die Gäste Höchst, Sie haben gewusst, Sie sind bereits fix abgestiegen. Wir wissen, wir können heuer leider noch nicht aufsteigen. Somit war das irgendwie heute ganz eine eigene Partie. Wie hast du das gesehen? Wir als Austria Salzburg haben uns auf das Spiel so vorbereitet, dass wir die 3 Punkte holen. Wir befassen uns jetzt nicht mit dem, ob wir aufsteigen können oder nicht. Es wollen sich einige Spieler für die nächste Saison nur empfehlen. Ja, ich sehe das als Schaulaufen für nächste Saison. Und ich habe das schon auch gemerkt, auch beim Aufwärmen bzw. auch im Stadion, dass natürlich irgendwie eine komische Stimmung war bis zum 1:0. Aber ich glaube, dass wir dann mit der Leistung, was wir heute geboten haben, die Fans wieder zufriedengestellt haben. Und jetzt in die letzten 3 Runden nur auf 9 Punkte Jagd gehen können. Ebenfalls erfreulich und fast überraschend, denn großer Regen war angesagt, der kam dann aber erst in der 90. Minute. Somit waren die 3 Punkte bis dahin noch bereits im Trockenen. Ja, ich glaube, dass die 3 Punkte eigentlich nie gefährdet waren, weil wir sehr, sehr gut ans Werk gegangen sind, sehr konzentriert. Wir haben halt da hin und wieder den letzten Pass noch nicht so gespielt, wie wir auch spielen können, aber da tragt halt dann der Rasen auch seinen Teil dazu bei. Aber ja, jetzt kann es von mir aus Kübeln schütten. Wir haben die 3 Punkte und jetzt werden wir uns noch einen netten Abend machen, die gesamte Austria-Familie. Okay, dabei wünsche ich viel Spaß. Danke. Vizeobmann Hans Gegenhuber stößt aktuell hier im Club 33 mit einem Cola auf den 3:0-Erfolg an. Du bist immer dann dabei, wenn die Austria gut spielt. Das heißt, du bist der echte Glücksbringer. Wenn ich am Platz bin, haben wir immer noch gewonnen. Jetzt hätten wir uns gewünscht, dass wir in einem oder anderen Auswärtsspiel dich vielleicht auch sehen hätten können. Ja, vielleicht ist es in Vorarlberg möglich, dass ich dabei sein kann. Genau, weil die Austria spielt heuer nur noch einmal auswärts als Vorarlberg. Wir würden uns freuen, wenn wir dich da begrüßen könnten. In 3 Spielen ist die Saison vorbei. Dein Fazit? Ja, ich glaube, dass wir in Vorarlberg auch gewinnen können oder müssen. Richtig, aber ich meine jetzt eigentlich dein Fazit, nur noch 3 Spiele zu spielen. Jetzt dein Fazit über die gesamte Saison? Ja, ist eigentlich sehr positiv. Und das nächste Jahr, glaube ich, werden wir aufsteigen müssen.
Müssen? Ja, das war halt schön, ne? Okay. Ich sag mal wollen, aber wenn der Vizeobmann befiehlt, wir müssen, werden wir schauen, was wir tun können. Danke, Hans, und vielleicht sehen wir uns dann in Vorarlberg. So, nach längerem mal wieder eine Episode vorgestellt, in dem Fall Franz Lagner, der neue Gastrochef. Du hast die Gastro der Austria im Winter übernommen. Du kommst ja eigentlich aus der Gastronomie auch. Ich komme aus der Gastronomie, ich komme aus einer gastronomischen Familie. Bin von klein auf aufgewachsen, also hinter der Theke kann man sagen. Habe das Bios checken gelernt von klein auf. Und so bin ich jetzt selbstständig, habe ein Veranstaltungslokal in Ebenau, das heißt Lagner Stadl. Und da mache ich eben geschlossene Gesellschaften. Und das Know-how kann ich eben relativ gut umsetzen bei der Austria Salzburg. Mittlerweile schon einige Heimspiele natürlich absolviert im Winter, wo man auf dich zugekommen ist. Was waren Überlegungen im Vorfeld? Überlegungen waren ja, für die Zukunft auf jeden Fall. Pardon, dass du sozusagen deine Gastrochefrolle bei der Austria übernimmst. Was die Überlegungen waren? Es war eigentlich relativ spontan. Also. Es war jetzt, kann man sagen, ich bin zum Handkuss gekommen. Bin eigentlich von heute auf morgen, habe eigentlich andere Pläne gehabt. Habe aber dann das Teil des Jahres in Zeitungen mitverfolgt. Habe mir gedacht, das ist eine große Chance, weil sie wollen ja wohin, die Austria Salzburg, und die bleiben nicht da, wo sie sind. Und durch den Aufschwung, was die Austria Salzburg hat, habe ich gesagt, bin ich auf jeden Fall bereit, diese zu unterstützen und das so gut wie möglich, also beste Umsätze für die Austria zu schaffen, dass wir den Aufstieg fixieren können. Dann in weiterer Zukunft. Gerechnet, dass es tatsächlich so viel Arbeit ist? Ich habe es unterschätzt. Also ich habe es wirklich unterschätzt. Ich bin von daheim relativ, ich bin stressresistent, habe es aber wirklich unterschätzt und bin aber jetzt langsam reingekommen. Das erste Spiel war relativ eine große Herausforderung. Kommen wir jetzt gut durch gutes Umfeld und gute Ansprechpartner und gutes Personal kommen immer besser rein. Ein paar Veränderungen haben wir schon gesehen. Zum Beispiel gibt es Bosna. Neuerdings ist schon ein paar Spiele her. Auf was, ich meine, nachdem du sagst, du bist relativ kurzfristig dazugekommen, jetzt dann in der Sommerpause dürfen sich die Leute, heute gibt es Eis zum Beispiel, in der kommenden Saison auf gewisse Veränderungen freuen, im positiven Sinne? Einfach die Nachfrage ist da. Also die Leute fragen, was gibt es heute, was gibt es heute. Und ich sage, es ist ja jetzt vom Aufwand her ist ja machbar, dass man einfach kleine Änderungen macht. Es liegt nur an der Organisation, an der Vorbereitung. Und ja, ich bin einfach jetzt am Weg und ich mache es jetzt langsam, aber ich werde eigentlich sicher noch viele neue Sachen reinbringen. Von dem ich jetzt hoffe, dass das was bringt auf jeden Fall. Okay, hoffen wir. Sagen danke Franz Lagner und sage ich mal, auch du tragst deinen Teil dazu bei, dass die Austria bis dato daheim weiter ungeschlagen ist. Danke. Danke.